So, ich wurde auf YouTube gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann zum Thema Feintuning von Arch. Und nachdem ich jetzt gestern mein System neu aufgesetzt habe, weil, ja, Reasons, habe ich mir gedacht, bietet sich das Ganze eigentlich an, direkt hier mal so ein kleines bisschen zu zeigen, was ich zumindest bei meiner Grundeinrichtung, nach meiner Grundeinrichtung noch so für Tweaking mache. Ja. Also, ihr seht, es ist noch ein recht standardmäßig eingerichtetes System. Ich habe zwar ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber ja, wie gesagt, einen Browser installiert, mein KeePass installiert, Discord, Steam und so weiter und so fort. Ja, was solltet ihr aus diesem Video nicht rausnehmen? Ihr solltet auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, alle Schritte hier genau so haarklein nachzumachen. Einfach aus dem Grund, es macht keinen Sinn. Jedes System ist einzigartig. Manche haben eine Nvidia-GPU, andere haben eine AMD-GPU. Ich habe hier zum Beispiel ein komplettes AMD-System. Also das heißt, ich habe eine AMD-Grafikkarte drin, ich habe einen AMD-Prozessor drin. Ich habe wesentlich mehr Arbeitsspeicher in meinem Rechner verbaut als der Standard 0815 PC aus dem Supermarkt oder aus dem Versandhaus. Von daher gibt es da ein paar Eigenheiten an meinem System, die ich zwar auch gerne erkläre, aber bitte sehen und verstehen ist besser als nachmachen und sich wundern, warum es nicht geht. Punkt 1 ist, mein System hat zum Beispiel keinen Swap. Swap ist im Endeffekt die Auslagerungsdatei unter Linux. Also das, was die Auslagerungsdatei unter Windows ist, ist Swap unter Linux. Nachdem mein System 64 GB Arbeitsspeicher hat, habe ich mir gedacht, wenn ich die 64 GB Arbeitsspeicher voll auslaste, dass mein System eine Auslagerungsdatei benutzen müsste, mache ich irgendwas falsch. Und wenn 64 GB nicht reichen, dann habe ich, glaube ich, andere Probleme, als dass ich keinen Swap habe. Ja, das ist zum Beispiel Punkt 1. Punkt 2 ist, in meinem anderen Installationsvideo habe ich ein System mit LVM aufgesetzt. Macht Sinn, wenn man nur eine einzige Platte hat. Einfach aus dem Grund, ein LVM kann man später im laufenden Betrieb erweitern. Das heißt, ich stecke eine zweite Festplatte rein, sage dann LV-Extend und kann dann im Endeffekt mein Volume auf eine zweite Festplatte erweitern, ohne dass ich alles nochmal neu installieren muss. Ich kann ein LVM umziehen, ich kann es vergrößern, ich kann es unter Umständen auch verkleinern. Es ist dynamischer. Darauf habe ich zum Beispiel bei meinem System verzichtet, weil ich habe mehrere Festplatten. Ich habe meine erste NVMe für System, zweite NVMe für Home und einen ZFS-Verbund, also ZFNZ-Pool für meine ganzen Daten. Also wie gesagt, mein System ist ein bisschen anders aufgebaut. Von daher solltet ihr Dinge nicht eins zu eins übernehmen. Aber gut, ich versuche das Ganze mal aufgrund der Videoauflösung so hinzudrehen, dass ich vielleicht meine Konsole ein bisschen größer mache, dass man hier vielleicht auch mal was sieht. Von daher, ihr seht schon, ich habe zum Beispiel einen Zen-Kernel installiert. Na, ich habe mehrere Monitore hier aufgesetzt. Ich habe hier das neueste Plasma drin. Und ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Plattenplatz. Und auch ein klitzekleines bisschen mehr Speicher. Also ja, fangen wir mal an. Festplattenverwaltung unter Linux. Unter Windows habt ihr ja das C-Laufwerk, das D-Laufwerk, wenn ihr die zweite Festplatte habt oder ein CD-Laufwerk. Und das war es im Großen und Ganzen. Neue Festplatten werden mit Laufwerksbuchstaben versehen. Das Ganze ist bei Linux ein bisschen anders, denn unter Linux habt ihr eure Devices alle unter slash dev. Dev steht für Devices. Also ihr seht, da ist auch ordentlich was los. So. Festplatten sind jetzt hier zum Beispiel angegeben, NVMe 0 und NVMe 1. Das ist im Endeffekt, ich habe zwei NVMEs auf meinem Mainboard draufgesteckt und NVMe 0 ist halt mein System, NVMe 1 wäre im Endeffekt die zweite NVMe. Das Ganze ist angegeben mit NVMe 0 N1, also die NVMe 0, Slot 1, Namespace 1 und NVMe 1. Also es fängt immer 0 und 1, also 0 ist der erste Slot, 1 ist der zweite Slot. Es fängt also bei 0 an, nicht bei 1. Theoretisch kann man auf einem NVMe, der ja im Endeffekt ein PCI-Slot ist, auch mehrere Namespaces betreiben. Also man könnte theoretisch mit einem Splitter mehrere
Festplatten an einem Anschluss betreiben. Habe ich noch nie in der freien Wildbahn gesehen. Die Spezifikation gibt es her. Deswegen könnte man zum Beispiel auch eine NVMe 0N2 haben. Wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Wird wahrscheinlich in Datacenters eingesetzt, wird in bestimmten Storage-Lösungen eingesetzt. Ich persönlich habe es in der freien Wildbahn bei Consumer-PCs noch nie gesehen. So, wenn wir das ganze Ding partitionieren, haben wir natürlich P1 für Partition 1, P2 für Partition 2. So, habt ihr Festplatten drin oder SATA-SSDs, na, SATA-Sachen, läuft das Ganze unter SDA, also SATA Disk A, SATA Disk B, SATA Disk C, SATA Disk D und so weiter und so fort. Sollte irgendwann mal irgendjemand auftauchen, der dann mehr als 26 Disks da drin hat, also mehr über die SDZ hinauskommt, sagt mir bitte, wie es danach aussieht. Ich habe keine Ahnung. Das würde ich auch gerne mal sehen. Ja, also so viel, so sind eure Festplatten aufgeteilt. Solltet ihr zum Beispiel, wie ich jetzt hier, eine NVMe und eine SSD haben, könnt ihr natürlich auch beides ansprechen. Früher gab es noch HDA, das war damals zu IDE-Zeiten noch, für Hard Disk A. Sieht man heute eigentlich fast nicht mehr. Was es noch gibt, ist VDA für Virtual Disk. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr mittels QEMU KVM virtualisiert. Dann sieht man auch mal VDA. Die meisten Dinge, die mit V anfangen, sind eigentlich virtuelle Geräte, außer VCSA hier. Da müsste ich jetzt aber selber auch googeln, was das Ganze bedeutet. So. Das Management von Festplatten. Also, natürlich gibt es GUI-Tools dafür, also grafische Oberflächen. Zum Beispiel die KDE-Partitionsverwaltung, die in der Regel bei dem Metapaket mit installiert wird. Hier seht ihr auch NVMe 1, NVMe 2, wie sie aufgeteilt ist und meine Festplatten hier eben. Ihr seht auch schon, das ist ein ZFS-Pool. Und hier wird auf jeden Fall, das wird bei euch, wenn ihr meiner Installation gefolgt seid, auf jeden Fall gleich aussehen, weil die Partition ist verschlüsselt und darin würde dann euer LVM liegen. Bei mir liegt da halt einfach direkt mein Dateisystem drin. Ich habe auch kein Swap-File. Genauso wie hier, das ist einfach die komplette SSD ist mein Home-Laufwerk. Also da ist auch nicht wirklich was dran geändert. Eine große, dicke, fette Partition. Und die hier hängen eben in einem kompletten Verbund. So, nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt euer System auf einer einzigen Festplatte installiert. Dann habt ihr ja hier euer System. Übrigens, ls-l macht eine Liste. Und wenn ihr ein H anhängt, dann wird das Ganze human readable. Das heißt, ihr bekommt hier Anzeigen wie Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Also K Kilobyte, M Megabyte und G Gigabyte und T Terabyte, by the way. Und es gibt auch was ganz Schönes. Lashert. Dann kriegt ihr das Ganze nämlich auch noch nach Größe sortiert. Oder nach Datum sortiert, in dem Fall hier. Ein zweiter Befehl, den ich euch noch zeigen möchte, ist DF, also Disk Free. Und mit DF-H bekommt ihr auch hier wieder Human Readable. Na, also benutzt von meinem DevMapper Arch, da liegt mein Root-Verzeichnis drin, ist 457 GB, davon sind benutzt 13 GB, also ich habe ein recht sauberes Grund ins System installiert. Und mein ZFS hier zum Beispiel sagt mit 2,6 verfügbar, 6,26 benutzt. Wie gesagt, also ne, DF, DU. Nee, DU ist was anderes. Mit DU könnt ihr nämlich Disk Usage anzeigen lassen, was so wahrscheinlich ziemlich widerlich sein wird, aber man kann das Ganze noch eingrenzen, zum Beispiel mit der maximalen Tiefe von 1. Dann scannt er jetzt im Endeffekt durch, schaut, welche Daten brauchen wie viel Platz und wir kriegen wieder eine Kilobyte-Anzeige. Deswegen machen wir da wieder ein Human Readable hin und sehen dann 51 GB altes Home, 151 GB neues Home. Gesamt 201 GB benutzt von 1 TB. Geht eigentlich. Die größten Daten da sind, glaube ich, meine virtuellen Maschinen. So, aber wie gesagt, nehmen wir mal an, ihr bekommt jetzt eine neue Festplatte. Die baut ihr in euren Rechner ein und die wollt ihr verwenden.
Das geht eigentlich sogar recht einfach. Theoretisch sogar im laufenden Betrieb, aber macht nichts kaputt, fahrt die Kiste runter, baut das Zeug ein und dann könnt ihr theoretisch mal gucken, was habt ihr Neues bekommen. So, das Ganze machen wir mit sudo fdisk-l. Bekommen wir eine Liste mit allen Festplatten oder allen Speichergeräten, die wir in unserem Rechner drin haben. So, sieht ein bisschen unübersichtlich aus, aber ich sehe hier NVMe0N1, NVMe0N1, SDA, SDB, SDC, SDD. Wenn ihr eine Festplatte oder eine SSD via Kabel angeschlossen habt, wird es definitiv ein SD-Device sein. Also da müsst ihr halt mal gucken. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel SanDisk SSD Plus, die habe ich mir jetzt gekauft, reingebaut und die möchte ich jetzt verwenden. Also ich werde natürlich nichts in irgendeiner Weise hier löschen, das ist ja klar. Ich gebe euch auch einen Tipp. Wir könnten jetzt natürlich das KDE-Partitionierungstool verwenden, ne, eine GUI, indem wir einfach sagen, mach neue Festplatte und neue Partition und so weiter. Allerdings tendiere ich immer dazu, die absoluten Basistools zu verwenden, weil wenn ihr die Basistools verwenden könnt, könnt ihr plattformunabhängig agieren. Das heißt, wenn ich euch jetzt zeige, wie man das KDE-Partitionierungstool verwendet und ihr probiert dann irgendwann eine Distribution aus, die GNOME verwendet, dann klar kann man das nachinstallieren, aber die Basistools sind eigentlich immer da. Deswegen versucht die zu verwenden, auch wenn Konsole und Mäh, und das ist für Nerds, aber es hilft. Denn wie gesagt, irgendwann wollt ihr vielleicht mal einen Server ausprobieren, der hat überhaupt keine GUI mehr. Kann man auch eine installieren, aber auf einem Server eine grafische Oberfläche wird euch jeder sagen, macht man eigentlich nicht. Auch so ein Sicherheitsding. Deswegen, FDisk ist im Endeffekt das Tool der Wahl. Wurde aber durch das neuere G-Disk ersetzt. Beide sind im Endeffekt fast identisch. Der einzige Unterschied ist, FDisk ist für Festplatten mit einem alten Legacy BIOS, mit MBT, also Master Boot Record, und G-Disk ist für GPT-Disks, also das aktuelle System, das wir ja eigentlich auch verwenden wollen, mit UEFI und den modernen Sachen. Aber prinzipiell funktionieren sie alle gleich. Slash dev slash sd. Wir haben eine neue SDD. Die ist dazugekommen. Die wollen wir jetzt verwenden. So, ja, stimmt. Ich muss das Ganze als Admin machen. So, prinzipiell sind die Programme auch recht einsteigerfreundlich. Also Fragezeichen für Hilfe. So, Backup, Change, Delete, Show. Ja. Ja. Schauen wir doch mal an, was überhaupt drauf ist. So, momentan haben wir zwei Partitionen. Wir haben einmal die erste, die ist voll belegt mit meinem ZFS. Und wir haben eine zweite, die ist im Endeffekt mit 8 MB. Das ist, ich glaube, Recovery für ZFS. Wenn ihr jetzt eine neue Festplatte habt, das könnte ich euch jetzt nämlich direkt mal zeigen. Wir stecken nämlich jetzt einfach mal, hier haben wir einen USB-Stick, genau, den können wir löschen. USB-Sticks funktionieren nämlich genauso. So, oh, das ist mein Kali-System. Ach, das kann ich neu machen. So, also, wir haben eine neue Festplatte eingebaut. Machen wir doch erstmal ein G-Disk-L. Okay, sie sind doch nicht ganz gleich. Nein, doch, sind sie. Ich habe nur das Sudo vergessen. Ich nehme es zurück. So, genau. Wir haben jetzt eine neue Festplatte eingebaut. Das wäre jetzt die SDE. Ihr seht, der USB-Stick wird auch als SD erkannt. Also, das mit dem SATA war vielleicht doch nicht ganz so korrekt. Aber prinzipiell ist das Handy. SDE wollen wir hier jetzt benutzen. Also machen wir jetzt ein fdisk/dev/sde oder in dem Fall ein gdisk. Natürlich wieder mit sudo davor. Ah, ich sehe das Problem. Der spinnt schon wieder, mein USB-Hub. Wie dem auch sei. So, gucken wir mal, was drauf ist. Das ist drauf. Und das wollen wir jetzt mal platt machen, weil wir wollen das hier in unserem
zukünftigen PC verwenden. Das heißt, wir erstellen uns ein Create a New and Empty Partition Table. Das machen wir auch. Oh, sind Sie sich sicher? Es wird alles gelöscht. Yes. So, wenn wir jetzt nachgucken, nichts da. Jetzt wollen wir eine neue Partition erstellen. Add a New Partition. Die erste fängt an, hört auf. Jetzt können wir noch sagen Enter. Und in dem Moment haben wir hier eine einzige Partition erstellt, die über das komplette Gerät funktioniert. Also wir haben einmal den kompletten Speicherplatz benutzt. So, jetzt nehmen wir aber mal an, wir möchten das Ganze aufteilen. Ja, also ich erkläre euch jetzt nochmal, wie das genau funktioniert. Neue Partition, die erste ist ja klar, weil wir haben ja nur eine. Der erste Sektor ist eigentlich immer der, der ganz am Anfang steht. In dem Fall wäre es eben der 1048., weil vorher eben noch ein kleines bisschen Platz wäre. Das sollte man auch lassen. So, jetzt kann man hier sagen, wie groß. Jetzt kann man entweder hier irgendeinen Sektor angeben oder eine Größe. Jetzt wollen wir zum Beispiel nur die Hälfte machen. Wir wissen hier oben, das Ding hat 4,7 GB. Das heißt, die Hälfte davon wäre 3,75 plus 3,75 G. So. Kernel Type ist bla bla bla, Linux. Ja, kann man lassen. Formatieren kann man ihn später ohnehin noch. Und jetzt hätten wir, wenn wir hier gucken, ja. Oh, die Größe hat er uns aber nicht richtig berechnet. Das mag daran liegen, weil ich hier einen Punkt verwendet habe und der das aber nicht mag. Dann. So. 3000. Ja, jetzt müsste man eigentlich entweder vollständige Zahlen angeben. Wir können es aber nochmal mit Komma probieren. Nee, das Komma mag er auch nicht. Also kann man nur vollständige Zahlen angeben. Schade. Aber man kann es zum Testen mal drin lassen. So, jetzt haben wir die erste Partition erstellt. Jetzt machen wir noch eine zweite für den Rest. Na, ihr merkt hier, First Sector, Default, wäre schon der Next höhere. Ja, das ist hier ein bisschen... Nee, machen wir es richtig. Machen wir es richtig. New. Erst ein neues Ding erstellen. Jawohl, neue Partition. Die erste fängt hier an. Plus 200, 2000, 2 GB. Eigentlich genau genommen wären es ja 2048 Megabyte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Partition, genau 2 GB. Jetzt wollen wir die nächste erstellen. Und jetzt seht ihr hier, Default, na, ist eben der nächste Sektor zu dem letzten. Also mehr hängen sie direkt an. Und wenn wir jetzt sagen, den ganzen Rest einfach Enter drücken oder wir geben nochmal eine Größe an, zum Beispiel plus nochmal 1 GB. Das müsste jetzt auch mit G funktionieren eigentlich. So, der Hexcode für die GUID könnt ihr eigentlich auf 8300 lassen. Man kann allerdings hier sich nochmal anzeigen lassen, genau, Enter for all Codes. Also ne, Basic Data, RE, PowerPC, Windows, LDM Metadata. Also es gibt da zig Möglichkeiten. Ganz ehrlich, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr macht, dann bleibt einfach bei dem Standardsystem mit 8300. Und dann haben wir hier jetzt auch unsere zweite Partition. Und ihr seht, das mit dem vollwertigen, also 1G hat er auch gefressen. So, wenn ihr fertig seid, dann seht ihr es hier. Write table to disk and exit. Einfach nur ein W eintippen, W, Enter, fertig. So, Achtung, wir schreiben jetzt alles, überschreiben alles, was auf der Festplatte vorhanden ist. Möchten Sie das tun? Könnte ich jetzt sagen, yes, dann würde man, ja, dann wird mein USB-Stick jetzt gelöscht. So, und jetzt seht ihr devsde. Jetzt sage ich nämlich mal was Schönes.
So, und jetzt seht ihr hier, SDE ist unser Gerät. SDE1 ist die erste Partition, SDE2 die zweite Partition. Und die können wir jetzt theoretisch formatieren. Das geht auch recht einfach. Makefs. Unter Linux standardmäßig Text4. Das Label USB-Stick. Und das Device ist dev SDE1. So. Ja, das braucht jetzt auf dem USB-Stick ein bisschen länger, weil er eben nicht so schnell wie eine Festplatte ist, aber er hat es gemacht. Ja. Jetzt könnten wir, wie ihr hier seht, auch direkt sagen, verwenden, aber wir machen das Ganze über die Command Line. Und zwar sudo mount slash dev slash SDE1. Wo wollen wir es hinhaben? Nach beispielsweise Storage slash USB1. Der wird jetzt definitiv einen Fehler bringen, weil das Verzeichnis Storage USB1 gibt es nicht. Das müssen wir erst erstellen. Das heißt, können wir trotzdem machen, würde sagen, geht nicht. Sudo mkdir make directory slash storage slash USB1. So, und jetzt können wir das nochmal. Übrigens, mit hoch und runter, Pfeiltaste hoch und runter, könnt ihr in euren Befehlen zurückgehen. Jetzt probieren wir das nochmal. Und jetzt hat es auch geklappt. So, wir haben das alles als Administrator gemacht. Sudo, super user do. Das heißt, wir können jetzt als Benutzer da nichts machen. Wir können da nicht reinschreiben. Wir können das Ding nicht benutzen. Ich kann das nochmal schön zeigen. Gehen wir hier mal auf. Wo haben wir es denn? Machen wir es mal ein bisschen größer. So, Linux-Filesystem, Storage, kann man das hier eventuell, ja, man kann nur die Ordner größer machen, aber USB1. So, jetzt haben wir hier unser formatiertes Dateisystem. So, und wir können hier nichts tun. Wir können keinen Ordner erstellen, keine Datei erstellen, weil wir keine Berechtigung haben. Deswegen müssen wir die jetzt erst vergeben. Sudo chown, also Change Ownership. Euer Benutzer, eure Gruppe, rekursiv, also auf diesen Ordner und alle darunter liegenden Ordner. Storage USB1. So, und jetzt können wir hier auch Daten und Ordner erstellen. So, damit ihr das nicht bei jedem USB-Stick machen müsst, übernimmt euch im Endeffekt Linux da sehr, sehr. Übrigens, kurz noch, wenn wir fertig sind, sudo umount slash storage USB1. Damit ist der Stick wieder unbenutzt und wir können ihn einfach abziehen. So, damit das bei USB-Sticks halt, ist das ein riesiger Aufwand. USB-Sticks reinstecken, beschreiben, rausziehen, weitergehen. Deswegen nimmt uns da Linux eigentlich die Arbeit recht schön ab. Wenn ein Stick gekauft wird, dann steckt man ihn rein, sagt hier einfach einhängen, na, und Dateiverwaltung öffnen und kann im Endeffekt direkt loslegen. Also da sollte eigentlich keine Probleme sein. Aber es geht mir jetzt hier eigentlich primär darum, sicher entfernen, euch zu zeigen, wie man das mit Festplatten macht. Und da sind wir ja noch nicht ganz fertig. Na, also Festplatte, na, haben wir jetzt formatiert und alles und wir können die jetzt benutzen. Wahlweise können wir da jetzt mit Crypt-Setup auch das Ding verschlüsseln. Das geht natürlich auch. Wie das geht, dann guckt da einfach im letzten Video nach. Aber wir wollen es ja dauerhaft verwenden. Es soll automatisch eingebunden werden. Es soll automatisch für Spiele oder für irgendwas verwendet werden. Deswegen, genau. So, müssen wir das jetzt dafür sorgen, dass diese Festplatte automatisiert eingehängt wird. Das geht eigentlich auch recht einfach. Aber machen wir es mal mit Verschlüsselung, einfach aus dem Grund, sicher ist sicher. So, das heißt, wir machen jetzt ein sudo crypt setup create mit AES minus XTS minus plain 64.
minus S512 minus Y. Moment. Minus Type Lux 2. Wichtig, Lux 2 ist ein bisschen performanter als Lux 1. Lux Format slash dev slash SDE1. So, damit verschlüsseln wir jetzt im Endeffekt unsere komplette Partition. Jetzt möchte er, na, Achtung, wenn Sie das tun, machen Sie alles kaputt. Alle Daten, auf die bisher drauf geschrieben sind, werden gelöscht. Ist uns egal, haben wir ja gerade eben neu eingerichtet. So, jetzt wäre eine Passphrase zum Entschlüsseln. Haben wir auch, wenn ihr mich nicht vertippt habt. Na, schreibt noch. So, hat geklappt. Nachdem wir jetzt aber ja nicht jedes Mal, wenn wir unseren Rechner hochfahren, immer daran erinnert werden möchten, hey, du musst hier dein Passwort eingeben, um deine Festplatte mit deinen Spielen zu entschlüsseln, automatisieren wir das. Und zwar generieren wir uns einen absoluten Random Key, den wir im Endeffekt unserem ja schon verschlüsselten System geben und dann sagen, hey, wenn ich mein Hauptsystem, das schon verschlüsselt ist, entschlüssle, dann kann das System auch automatisch alle anderen Festplatten entschlüsseln, weil ich habe es ja schon gesichert, es ist ja schon verschlüsselt. Das heißt, wir generieren uns mit dem DD-Befehl einen Key. So, Eingang ist gleich slash dev slash u-random. So, auf. Es gibt, glaube ich, zwei. Jetzt muss ich mal nachgucken. Es gibt nämlich random und u-random. Und ich glaube, random generiert Zufallszahlen aus der Luft, während u-random wirklich Entropie benutzt. Da muss ich allerdings noch mal kurz nachgucken, dass das nicht andersrum ist. So. Ah, genau, okay. Stimmt. U-Random von Englisch Unlimited Random können wie aus dem Random Zufallszahlen gelesen werden. Im Gegensatz zum blockiert es nicht, wenn eine definierte Entropieschwelle überschritten wird. Genau, das heißt, wir wollen nicht U-Random, wir wollen wirklich Random nehmen. Random verwendet Vorgänge auf dem System, um dadurch Zufallszahlen gen zu generieren, während U-Random ist später, glaube ich, wenn man es länger benutzt, berechenbar. Wenn Random nicht berechenbar ist. Also prinzipiell Random ist sicherer. So, und das Ganze legen wir nach root slash neue Festplatte. In dem Fall wäre das SDE. Punkt Key. Könnt eigentlich einen Namen nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt es auch mein Vater haben Dönerbude nennen. Völlig egal. So, jetzt kommt aber das Wichtige. Die Block Size wären hier. Was nehmen wir da? 32 Bit sollten eigentlich. Nee, nochmal 256 Bit. Also, das ist immer eine Bitanzahl. So, und das Ganze einmal. So. Oh, Bytes! Stimmt. Das geht auch. 256 Bytes sind eigentlich auch in Ordnung. So. Genau. Und jetzt wollen wir unserem neu verschlüsselten Laufwerk sagen, wir können es entweder mit unserem Passwort entschlüsseln oder mit diesem Keyfile. Weil das Keyfile können wir am Start nämlich wesentlich einfacher mitgeben. Das heißt, wir sagen hier jetzt sudo crypt setup. Lux add key slash dev slash SDE1, also das ist unser verschlüsseltes Laufwerk, minus minus key minus, nee, das ging, das Keyfile war dann, wenn der Key schon drin ist. Dann kann ich das Keyfile verwenden. Aber das ist ganz gut, weil man Setup ist die Manpage. So,
Da müssen wir jetzt einfach mal suchen. Add key. So. Adds a new passphrase. Aha. Node with unbound button. Option can be keyfile, keyfile offset, keyfile size. Key slot, master key file, false password, header, disable locks. Key file with new key. Okay, es geht sogar recht einfach. Und zwar crypt setup looks at key slash dev slash sde1 und jetzt einfach slash root slash sde.key. Ja, jetzt will er die bestehende Passphrase haben. Also das Passwort, was wir schon eingegeben haben, und es hat funktioniert. So, und jetzt wollen wir das Ganze automatisieren, dass er beim Systemstart automatisch SDE einhängt. Dazu müssen wir erstmal wissen, wo soll es eigentlich einhängen. In dem Fall ja Storage SDE. Oder Storage USB 1. Ihr könnt es zum Beispiel auch auf slash Storage slash Spiele oder sowas einhängen. Man kann im Nachhinein übrigens auch sein Home-Verzeichnis zum Beispiel auf eine zweite Festplatte legen. Geht im Endeffekt genauso. Man muss nur theoretisch hergehen. Man hängt das Laufwerk temporär erstmal auf slash MNT temp oder sowas ein, irgendwo hin, wo es nicht stört. Macht dann mit rsync eine komplette Kopie seines Home-Verzeichnisses auf das neue Verzeichnis, also auf die neue Festplatte, hängt die dann wieder aus, muss danach sein Live-System booten und muss im Endeffekt das so einrichten, was wir hier gerade machen, dass man eben automatisiert in der Crypt-Tab und der FS-Tab einträgt, dass das Verzeichnis richtig gemountet wird. Das möchte ich euch jetzt nicht zeigen, weil mein Home-Verzeichnis umzuziehen ist wirklich nervig, aber von der Theorie her, wenn ihr versteht, was ich hier mache, könnt ihr das eigentlich recht einfach auch selbst machen. So, wie gesagt, was wir zuerst brauchen, ist die UUID unseres neuen Laufwerks. Und das kriegen wir mit blkid slash dev slash sde 1. Vielleicht sollte man auch das sudo nicht vergessen. So, das ist die UUID und die brauchen wir. So, einmal kopieren. So, sudo nano slash etc cryptab. So, und hier seht ihr schon, mein Home liegt nämlich auf einer anderen Festplatte. Das sagen wir nämlich jetzt zum Beispiel USB Platte 1. UUID ist gleich. Die hier und die soll eingehängt werden nach slash storage slash USB 1. Und es ist eine Lux-Verschlüsselung. So, das speichert ihr mit Steuerung O und Enter. Und dann können wir in die FS-Tab. Ein was vielleicht noch. Ich habe es jetzt nicht gespeichert, weil, wie gesagt, bei mir, ne? Das hier ist der Name, unter dem ihr diese Festplatte hier einhängt. Also das ist wirklich der, ich zeige euch das mal. Ja, also hier ist einmal mein verschlüsseltes Laufwerk, mit wo ein System drauf ist. Und das hier ist das verschlüsselte Laufwerk, wo mein Home-Laufwerk liegt. Und wenn ihr jetzt den Crypt-Tab richtig macht und neu hochfahrt, hättet ihr jetzt dann eben ein USB 1. Oder SDE1, je nachdem, wie ihr das halt am Anfang benennt. Kann ich ja mal machen. Crypt Setup. So, ich soll das vielleicht mit sudo machen. Crypt Setup open slash dev slash SDE1. Genau, jetzt will er den Namen haben, unter dem ich das einhänge, zum Beispiel SDE1. So, und wenn ich jetzt wieder auf ls-mapper gehe, habe ich hier mein SDE1. Und damit müssen wir nämlich arbeiten. Das müssen wir jetzt nochmal formatieren. mkfs.ext4/dev/mapper/sde1. Oh, ja. Ich vergesse das immer. Auch wieder minus -l SDE. Oh. USB minus stick minus encrypted.
So. Und das wollen wir jetzt einhängen. Das wollen wir jetzt beim Systemstart automatisch einhängen lassen. Und das geht im Endeffekt, indem wir die etc fstab, die File System Table bearbeiten. Können wir entweder wieder hier per UUID machen, ja, oder per Label oder per was weiß ich was. UUID hat halt den Vorteil, wenn ich irgendwann mal die Platten rausreiße, in einen neuen Rechner reinstecke, können sich unter Umständen, wenn ich die Reihenfolge vertausche, zum Beispiel SDE, SDD tauschen. Also, ne, ich habe zwei Festplatten, hänge an zwei Kabeln, ich vertausche die Kabel, dann ändert sich unter Umständen auch die SDD und SDE-Bezeichnungen. Deswegen UUIDs sind unique. Deswegen auch UUID. Unique ID. Ja. Deswegen macht es Sinn, UUIDs zu verwenden. Es sei denn, wir haben es über die CryptHub gemacht, weil über die CryptHub geben wir ihm den Namen mit. Und der Name ist immer gleich, weil die CryptHub fährt sehr hoch. Über die CryptHub haben wir die UUID schon verwendet. Das heißt, in dem Fall sagen wir hier einfach slash dev slash mapper slash SDE1. Wo soll es hin? Slash storage slash USB1. Was für ein Dateisystem ist es, was wir ja gerade eben erstellt haben? X4. So, als da einfach Defaults. Reicht eigentlich. Und 00. Das war's. Also damit, ne, einmal speichern und dann beim nächsten Reboot sollte das Ganze dann. Oh, habe ich es jetzt eigentlich? Ja. Beim nächsten Reboot wird dann automatisch das Laufwerk. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben das CryptHub nicht fertig gemacht. So, ja, keine Berechtigungen. Sorry, da müssen wir jetzt nochmal zurück. Weil, genau, das hier ist der Bezeichner. Hiermit könnt ihr, machen wir es nochmal ganz, sorry, das war jetzt wirklich mein Fehler. Sudo blkid block-id von slash dev slash sde1. Ja. Ihr kriegt die block-id. Die hatten wir uns ja vorhin schon rausgesucht. Die kopieren wir einfach mal. Gehen dann in die etc CryptTab Tab rein. Genau. So. Hier gebt ihr den Namen an, mit der ihr das Laufwerk entschlüsseln wollt. In dem Fall SDE1. Dann gebt ihr ihm die UUID von der Platte, die wir uns ja gerade rausgesucht haben. Hier gebt ihr an, wo der Schlüssel liegt, den wir generiert haben. Das ist wichtig, weil, na, also in dem Fall wäre das bei mir jetzt slash root slash SDE1.key oder SDE.key war es, glaube ich. Und dann sagt ihr noch Lux. Sorry, wenn ich das jetzt vergessen habe oder vielleicht schon erwähnt habe. Ich bin jetzt im Glauben, ich habe das vergessen. Von daher nochmal kurz zur Erklärung. Name, welches Laufwerk ihr wollt, wo liegt der Key? Was für eine Verschlüsselung ist das? Also hier könnt ihr natürlich auch eben wie hier slash dev slash SDE angeben. Nur wenn sich das eben wieder ändert, kann es ein Problem werden. Deswegen nehme ich da zumindest gerne UUIDs. Und in der FS-Tab könnt ihr dann eben hier könnt ihr dann eben slash dev slash mapper slash SDE verwenden, wohin es soll. Welches Dateisystem und hier die Defaults. RW und NoaTime könnt ihr theoretisch auch verwenden. Ich nehme einfach die Defaults, weil Default, Standards. So. Nach dem Reboot solltet ihr dann eigentlich euer Laufwerk entschlüsselt in eurem Dateisystem auftauchen und sollte fertig zur Verwendung sein. Ja, Festplattenverwaltung unter Linux. Klingt ein bisschen komplex. Mit Verschlüsselung ist es das auch, aber ja, versteht es einfach. Wenn ihr das verstanden habt, wie das funktioniert, hilft es sehr, sehr viel. Auch wie man dann zum Beispiel Platten klont, wie man komplette Systeme klont und so weiter und so fort. Also es ist komplexer, es hört sich komplexer an, als es eigentlich ist. So, und in dem nächsten Video werde ich euch dann mal so ein bisschen erklären, wie man zockt. Also.
Bis dann.